Servus zusammen, es ist Samstag, der 27. April um 11.22 Uhr. Ich bin zurück von der Invest. Ich hatte meinen Vortrag gestern, hat sehr viel Spaß gemacht mit HSBC, mit dem Herrn Proffe und mit dem Lars Erichsen. War schön, war in einem separaten Raum, weil die Invest ist wahnsinnig laut. Also die WOT ist ja schon extrem laut, aber die Invest ist genauso laut. Also es war schön, das war wie ein Klassentreffen. Bis am Donnerstagabend gab es die Pre-Invest, auch sehr schön. Leute gesehen, die ich teilweise 6, 7, 8 Jahre nicht mehr gesehen habe. Wirklich schön. Auffallend war bei der Invest, dass diesmal sehr, sehr viele junge Leute da waren. So Studenten Erstsemester. Und die sind nicht an den Kryptobuden hängen geblieben, sondern die sind auch komplett zu allen möglichen Zertifikatehäusern gegangen, Banken. Aber wirklich gut. Ja, die gingen raus mit Riesentüten. Fanden wir alle beeindruckend. Hat Spaß gemacht. Was ich euch sagen soll, mit einem schönen Gruß von der HSBC, die HSBC hat dieses Buch hier gemacht. Das gab es da auch im Echtausdruck, im Hardcover, wie es so schön heißt. Kann man aber runterladen unter dieser hsbc-zertifikate.de. Und da gibt es jetzt die digitale Neuauflage. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr diesen Code hier so scannen könnt, ob das so deutlich genug ist, keine Ahnung. Aber wenn nicht, geht hier auf die Seite, da findet ihr den. Das ist, für mich ist das ein Standardwert. Da steht alles drin über Zertifikate und Optionsscheine. Da wird jede Frage drin beantwortet. Und wenn nicht, kann man da anrufen und dann beantworten die das noch. Dann hatte ich, mal schauen, das ist weg. Hier, die zwei Pappnasen, ja, der Jörg Scherer und der Martin Utzschneider. Die haben mich festgebunden hinter diesem Ding. Ja. Und dabei gelacht, ja. Also, es ist ja so, ich habe neulich das mit dem Jörg Scherer gemacht und das war ein sehr erfolgreiches, also von der Anzahl der Teilnehmer sehr erfolgreiches Webinar. Jetzt sind wir natürlich hier im Wettbewerb und mit dem Martin Utzschneider mache ich das Ende Juni. Und dann ist wieder irgendwann im September oder Anfang Oktober ist der Jörg wieder dran und Ende des Jahres der Martin Utzschneider. Also wir haben zu dritt, wir haben immer so viel Spaß, wir sind nur am Lachen, ja. Aber das ist natürlich, das sage ich ganz offen, geballte Kompetenz, die da ist. Das ist schon schön. Also mir macht das echt immer Spaß. So, das muss ich auch mal loswerden, das Foto. Also Invest ist immer schön. Was haben wir hier? Hier ist der DAX. Voilà. Jetzt war ich Donnerstag und Freitag nicht da. Ich habe das also echt alles nur am Rande erfahren. Ach so, eins muss ich noch machen. Und zwar am Montagabend, jetzt diesen kommenden Montag, ist das Webinar, was ich halte. Ihr müsst auf die Seite gehen, finanzen.net, und dann ein bisschen runterrollen. Unter dem Herrn Buffett bin ich hier. Diese Wall Street Flagge. Online-Seminar, Korrekturgefahr oder weitere Kurschancen der Standard 500 im Sog der großen 10. Wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr irgendwo meine Visage und hier oben irgendwo hier anmelden. Genau, das ist um 18 Uhr. Ich glaube schon, dass es aufgezeichnet wird, aber das ist jetzt für mich mal eigentlich unerheblich. Und was ich machen werde, ich werde über den Standard 500 reden, aber ich werde diese Aktien hier analysieren mit den Live-Kursen vom Montagabend. Ja. Tesla, Apple, das könnte ich mal andersrum machen. Wieso geht das jetzt nicht? Also Alphabet nehme ich mir, die Apple, Meta-Plattforms, Microsoft, Nvidia, den Standard 500 itself und Tesla. Über die gehe ich rein und da kommen noch Zahlen, die meisten sind ja schon da, es kommen noch Zahlen. Amazon am 30., also einen Tag danach, und die Apple am 2.5. Der Rest ist ja schon alles gekommen und die springen ja rum wie ein Derwisch im Kasten. Das muss ich ehrlich sagen. Ein Wahnsinn. Das habe ich so nicht erwartet. Die Alphabet alleine 10% am, was war das jetzt, von Donnerstag auf Freitag. Ja, also es ist schon erstaunlich, wie die sich bewegen. Und das sind ja keine dritte Reihe Werte. Das sind ja, die bewegen ja Milliarden. Also da gehe ich drauf ein. Würde mich freuen, wenn ihr kommt. Ihr dürft natürlich auch Fragen stellen. Es ist konzipiert auf 45 Minuten plus Fragezeit von einer Viertelstunde. Und ich ziehe mir auch eine Krawatte an. Ja, ich finde, es gehört sich so. Muss ich schon sagen. Aber jetzt gehen wir zum DAX. Hier ist also der DAX. Ich mache mal hier meine vorbereiteten Linien rein. Wir haben nach wie vor diesen Trend hier gebrochen. Das war der Trendkanal. Ich habe das nur noch die obere Liste drinne. Und wir sind jetzt das erste Mal seit längerer Zeit, und zwar seit hier, dem 8.4., schließen wir über der 20-Tage-Linie. Schön. Die Bänder gehen erwartungsgemäß zusammen, weil sich die Kurse, das Kursverflecht innerhalb der Bänder befindet. Wir haben mehr oder weniger das 38er nochmal von dieser Bewegung hier von unten überboten. Ja, und jetzt kann man spaßeshalber, also ich mache das gerne und ich meine, ich hatte das auch am Mittwoch gemacht,
kann man sagen, okay, jetzt zeigt mir da mal von dieser Bewegung hier, wie weit sind wir gegangen? Genau. Und da lagen wir und auch am Dienstag, am Freitag, genau bei dem 61er bei 18.214. Da sind wir genau dran gelaufen. Ich nehme das mal raus, damit es ein bisschen deutlicher ist, ein bisschen klarer, schöner. So. Also, wir schließen über der 20-Tage-Linie, ist grundsätzlich immer gut. Vor allen Dingen, wenn wir vom unteren Band kommen. Wenn es so eine Seitwärtsbewegung ist, ist egal, aber das ist keine Seitwärtsbewegung hier. Wir haben ordentlich Gas gegeben von der 17.600 oder diesem lustigen außerbörslichen Kurs von 17.400. Rein von der technischen Seite her gefällt mir nach wie vor das MACD, das sieht gut aus, das sieht stabilisierend aus. Es wird über die traditionelle Sichtfolge hier, wird ein Kaufsignal kommen, wenn wir also nicht nennenswert fallen am Montag. Die Stochastik ist im neutralen Bereich zwischen 20 und 80. Der kann ich jetzt momentan nichts ablesen, aber sie hat eine grundsätzlich positive Grundtendenz. Also von daher muss ich sagen, ja, der Markt kann doch mal hier in diesem Bereich gehen. Das ist das obere Band. Da kann er auf jeden Fall hingehen. Wie gesagt, die Technik gibt das sogar weiter her. Es wäre mir lieber gewesen, wir wären hier, als wir da am, was war denn das? Das war dann der Donnerstag, nochmal runtergegangen wären auf hier so eine, hier in diesem Bereich 17.723. Hat er nicht gemacht. Alles gut, alles fein. Also, das sieht okay aus. Ich habe momentan zum Short, wäre es mir jetzt ein bisschen zu heiß. Ich möchte da gerne mal abwarten. Die außenpolitischen Lagen, Querelen und so, die haben sich nicht geändert. Und da kann nach wie vor jeden Moment irgendwie was kommen. Da muss man aufpassen, ich bin nur mit einem halben Size unterwegs. Ich habe keine Position über das Wochenende, denn ich wollte das nicht machen wegen der Invest. Und da muss man das mal am Montag anschauen, was dann da irgendwie ist. Aber am Montag selbst werde ich noch das Webinar vorbereiten, dass ihr da auch wieder was Gutes bekommt. Ich biete euch folgende Scheine hier an. Es sind die gleichen wie in den letzten 2 Wochen. Aber es ändert sich halt enorm hier an dem Hebel. Auch diese 18.507er hier, das ist jetzt ein Hebel vom Freitagabend, ja, 50er Hebel, der ist schon heiß. Trotzdem lasse ich ihn drin. Für den Fall, dass wir jetzt irgendwie so mal abbrechen. Abbrechen wäre nochmal unter 18.000 gehen, dann kommt der ins Spiel. Vorher nicht. Mit dem habe ich viel gespielt in den letzten, ne, 2 Wochen, 3 Wochen. Der hat echt Spaß gemacht, ja. Wie gesagt, auch wenn man da mal 50 oder 100 Punkte hinten liegt, das gefällt mir. Der hat einen schönen Abstand, im Moment ein 24er Hebel, gefällt mir recht gut. Ich kann im Moment nicht sagen, ob ich bin wahrscheinlich so 55 zu 45 pro dem Markt, dass er also nochmal hier hochgeht. Ich werde definitiv erstmal nichts dagegen halten. Ein Verkaufssignal bekomme ich nach meiner Berechnung erst so unter 18.000 Schlusskurs nochmal. Vorher lasse ich ihn dementsprechend laufen. Ja, es gibt wilde Bewegungen, aber die sind halt mehr in der Nasdaq momentan. Aber das werden wir uns mit dem Standpur, in Verbindung mit dem Standpur mal anschauen am Montagabend. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.